Grün. Kann ein bisschen runter? Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, Sie haben es ja schon dargestellt, in Liber wurde heiß verhandelt, am Anfang viel rein verhandelt, am Ende leider viel raus verhandelt. Und ich glaube, wir alle sind nicht wirklich glücklich aus diesem Prozess herausgegangen. Nichtsdestotrotz auch von meiner Seite herzlichen Dank an das Ministerium und vor allen Dingen auch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Liber wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Umso fataler ist es aber, und Frau Weisgerber, Sie haben die Bundeskanzlerin ja schon angesprochen, dass ausgerechnet die Bundeskanzlerin diesen Verhandlerinnen und Verhandlern hier in Deutschland in den Rücken fällt. Es war ja schon ein starkes Stück, dass Frau Merkel erst den Generalsekretär der Vereinten Nationen im September verprellte, dann auf ihrer Parallelveranstaltung beim BDI im September das Wort Klimaschutz noch nicht mal in den Mund nehmen konnte. Und nun, man muss sich das mal vorstellen, parallel zu der Weltklimakonferenz in Lima auf dem CDU-Parteitag es erneut nicht schafft, das Wort Klimaschutz in den Mund zu nehmen. Und das Blöde nur ist, dass dieses Verhalten offensichtlich auf die SPD abfärbt. Abgesehen von den engagierten Klimapolitikern bei den Sozialdemokraten ist es leider so, dass wir feststellen müssen, dass der SPD-Parteitag im nächsten Jahr ausgerechnet in der heißen Phase von Paris stattfindet. Das ist vielleicht ein dummer Zufall, weil eine Woche vorher gerade die IGBCE-Jahresversammlung und man konnte es nicht mehr verschieben. Allerdings können sich diese Zufälle nicht so häufen. Und der andere Zufall, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo die Umweltministerin gen Süden reist, um in einen Verhandlungstext reinzuschreiben, dass der IPCC Recht hat und zwei Drittel der Fossilen unter der Erde bleiben müssen, ganz parallel dazu fährt Herr Gabriel, der jetzt leider den Raum verlassen hat, gen Norden nach Schweden. Und was sagt er dort? Nicht etwa, dass zwei Drittel der Fossilen unter der Erde bleiben müssen, sondern parallel zu ihren Verhandlungen in Lima appelliert der Bundeswirtschaftsminister in Schweden daran, dass bitte, bitte die schwedische Regierung dafür sorgt, dass bevor Vattenfall aus der Lausitz abzieht, 5 neue Tagebaue noch erschlossen werden. Und das ist mehr als kontraproduktiv. Das ist ein Verrat an der deutschen Umweltpolitik, meine lieben Damen und Herren. Und da kriegt dann Herr Gabriel keine grüne Null für, sondern in Lima hätte er den Fossil of the Day dafür bekommen. Das hätte alles wieder zunichte gemacht, was Sie positiverweise herausverhandelt haben mit dem Ray of the Day für die Klimafinanzierung, die Sie in Lima angekündigt haben. Und wir hoffen wirklich, wirklich sehr, dass Sie jetzt über Weihnachten zur Besinnung kommen, wieder in den Fokus stellen, was Klimapolitik eigentlich auch national bedeutet. Und dass das auch, und das hat mich leider sehr geschwärzt, liebe Frau Hendricks, dass das auch zur Führungsspitze Ihres Ministeriums durchträgt. Denn auch wir Grünen haben in Lima applaudiert, als Sie an die Welt appellierten, act now. Und was mussten wir dann feststellen, als wir hier fragten im Deutschen Bundestag, heißt dieses act now, dass Deutschland jetzt im Rahmen der G7-Präsidentschaft die fossilen Subventionsabbau, dass das in die G7-Präsidentschaft einfließt, so wie es im Lima-Elemente-Text, wirklich ein kleiner positiver Aspekt, ja, beschlossen wurde, der Abbau von fossilen Subventionen. Leider, leider muss ich da von Ihrer Staatssekretärin erfahren, dass die deutsche Übersetzung von Act Now nicht etwa ist, ja, wir handeln jetzt im Rahmen der G7, sondern die deutsche Übersetzung von Act Now bedeutet für die fossilen Subventionen, mittelfristig planen wir auch daraus auszusteigen. Und das ist mehr als Doppelmoral, liebe Frau Hendricks. Und live und in Farbe konnten wir das ja im Wirtschaftsausschuss erleben. KfW-Kohle-Auslandsfinanzierung. Im Mai hat das Wirtschaftsministerium angekündigt, ja, wir haben registriert, andere Länder, USA, Frankreich, andere Institutionen, Europäische Investitionsbank, Weltbank haben gesagt, wir müssen raus aus der Kohleauslandsfinanzierung. Seit Mai warten wir auf den Vorschlag der Bundesregierung. Wir haben immer wieder nachgefragt, dann wurde er für Mittwoch versprochen. Dann durften wir schon erstes in der Zeitung lesen. Und dann stand leider die Staatssekretärin im Wirtschaftsausschuss mit leeren Händen da, weil man sich immer noch nicht entschieden hatte,
Wir steigen auch aus der KfW-Kohlefinanzierung aus, obwohl Sie, liebe Frau Ministerin, in New York im September das ja schon angekündigt haben. Das ist nicht nur ein Affront gegenüber dem Parlament, das ist auch unverschämt gegenüber der Weltgemeinschaft zu verkünden, was schert mich mein Geschwätz vor den Vereinten Nationen, weil ich doch unsere eigenen Berichte immer wieder aufschieben kann. In diesem Sinne nochmal der Appell, kommen Sie zur Besinnung, halten Sie Ihre internationalen Versprechen auch beim nationalen Handeln. Machen Sie Ihre nationalen Hausaufgaben. Hören Sie auf, sich hinter Polen, China oder sonst wem zu verstecken. Handeln Sie auch national, was Sie international versprechen. Das bedeutet, machen Sie den Subventionsabbau zum Thema der G7-Präsidentschaft und stellen Sie die Klimafinanzierung in den Mittelpunkt der Präsidentschaft. Sie wissen ganz genau und haben es selber angesprochen, das ist der Kasus Knactus für die Entwicklungsländer. Und ja, die 750 Millionen im Green Climate Fund sind richtig. Ja, aber sie reichen doch nicht aus, die 100 Milliarden, die die Industriestaaten jährlich versprochen haben, aufzufüllen. Der Green Climate Fund hat jetzt 10 Milliarden und wir brauchen 100 Milliarden. Und die Green Climate Fund Einzahlungen, die sind einmalig und sie haben versprochen, 100 Milliarden jährlich zu zahlen. Diese Versprechen wurden nicht gehalten und deswegen misstrauen Ihnen und uns viele Industriestaaten. Und da müssen wir ran. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, und wenn Sie sich diese Zahlen noch mal angucken, wo sollen wir das Geld denn hernehmen? 750 Millionen einmalig für den Green Climate Fund sind Peanuts im Vergleich zur Kohleausfinanzierung. Da stellen Sie 750 Millionen jährlich für bereit, dass wir Kohle weiter ins Ausland exportieren können. Das heißt, Sie können hier eine Umschichtung vornehmen von Fossilen rein in die Erneuerbaren. Das wäre der richtige Weg. Und ich wünsche mir sehr, dass das nächste Jahr 2015 ganz im Sinne des Nachhaltigkeitsmottos global denken, lokal handeln auch bei Ihnen endlich ankommt. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Matthias Miersch, dem